Servus Leute, gerade läuft die Downtime für den Patch 14.1 und es gab ein paar Patch Notes, da wollte ich mit euch drüber gehen hier in diesem Video. Viel Spaß! Patch Notes für den Patch 0.14.1.0, um genau zu sein. Und die gibt es leider erst in Englisch. Die deutsche Übersetzung wird es ein bisschen später geben. Die verlinke ich euch dann unten, sobald sie verfügbar ist. Aber zuerst, diese Ankündigung für den Patch wurde mit einem Bild veröffentlicht. Und zwar sieht man hier eine Wettervorhersage ohne wirklich viele Daten. Aber es heißt wahrscheinlich, dass der Schnee verschwinden wird im Laufe der nächsten Woche. Da würde ich von ausgehen. Also hier cloudy expected snowfalls. Und hier ist dann nichts mehr. Das heißt, im Laufe der nächsten Woche gehe ich davon aus, dass der Schnee weg ist oder vielleicht, wenn der Patch dann online kommt. Hier steht leider nicht irgendwas von Tagen oder so, deswegen kann man das nicht genau sagen. Aber ja, Schnee kommt weg und dann schauen wir uns mal die Changes an, die es hier mit den Patchlots gibt. Und List of Changes, rework the damage through layers of armor. Now each layer is penetrated by the system. Also, sie haben, wenn Kugeln irgendwo durchgehen, dann wird es richtig berechnet. Hier Missing Blunt Damage, wenn man eine Platte getroffen wurde, dann hat man keinen Blunt Damage bekommen, wurde gefixt. Dann Blunt Damage now decreases, wenn es durch mehrere Layer durchgeht, alles klar. Adjusted the Head Colliders, ja, Hitbox bisschen geändert am Kopf. Dann, es gibt hier, Kugeln können nicht mehr durch Thorax und Stomach durchgehen. Also Kugeln können ja durch mehrere Hitboxen durchgehen. Das geht jetzt wohl nicht mehr mit Thorax und Stomach. Was okay ist, weil das ziemlich viel Schaden ist. Dann hier, edit the fits existing text to ballistic plate. Okay, dass man weiß, wo man Platten hinpacken kann. Wurde ein bisschen Quality of Life geedet. Dann Granite geht jetzt in die Vortec und die TV-115. Dann Recoil-Parameters für Pistolen, Shotguns und die SKS wurde geändert. Inwiefern, steht nicht dabei. Dann edit Contact Shadows für den BTR und visuelle Effekte, wenn er mit seiner Machine Gun rumballert. Alles klar. Dann Adjusted Random Container Spawn Settings to reduce the chance of spawning empty containers. Also ihr kennt es vielleicht insbesondere so zum Beispiel Fort Knox auf Customs. Die Holzboxen sind da öfters mal leer. Das soll jetzt weniger vorkommen. War scheinbar so gewollt. Interessant. Ich dachte immer, das wäre ein Bug. Dann bei den Achievements und sowas gibt es jetzt Kommastellen bei der Anzeige, wie viele Spieler das schon geschafft haben, das Achievement. Dann Sound Positioning System, Ground Zero und Streets of Tarkov. Okay, was das genau heißt, schwer zu sagen. Auf Streets kann ich es für euch dann gut testen. Dann, interessante Änderung, hier viele Plate Carrier und Body Armors wurde das Aramid, also die fest vernähte Armor, auf Klasse 3 geupdatet von Klasse 2. Und das ist die Trooper, interessant. Dann die CPC, eine gute Plate Carrier. Bei den Plate Carriers ist es interessant, es gab bis jetzt bloß eine Plate Carrier und es war die Osprey mit Level 3 Aramid und die war auch sau schwer. Hier die CPC ist recht leicht und jetzt auch Level 3. Dann Goon Edition. Was haben wir hier noch? Plate Carrier, die Ana M2, dann die AVS, okay. Und die Tech auch auf Level 3 geupdatet. Ist gut, da hat man jetzt ein bisschen mehr Auswahl rund um, ja, hier Armored Rigs hatte man davor nicht so. Dann ein wichtiges Feature, letzten Endes geht es um, ja, um nicht Ingame-Verkäufe, sondern von den Editionen. In the near future, the in-game stash expansion and access to the practice co-op mod will become available for purchase on the profile page of Escape from Tarkov. Also, man wird die Möglichkeit, dass man den Co-op, den Online-Co-op-Modus nutzen kann, kaufen können und man wird zusätzliche Stash-Lines kaufen können. Das ist ja weggefallen mit Edge of Darkness. Die haben die Edge of Darkness ja Anfang des Jahres eingestellt und der Koop-Modus ist nur, der ist nur zugänglich über Edge of Darkness und die Edition ist nicht mehr zu kaufen. Deshalb wird es, ja, käuflich, das wird zu erwerben sein auf der Homepage. Und dazu hat Nikita was auf Reddit geschrieben und zwar, gehen wir mal kurz hin. So the thing is about, we want to add purchasable options for EFT. EOD-Version ist weg und er schreibt hier, das Game läuft jetzt für 8 Jahre ohne Additional Flow, also man kauft einfach das Spiel und kann spielen über 8 Jahre und das ist wirklich, wirklich ja, nicht üblich in der heutigen Zeit und das war klar, dass das da mal eine Änderung, dass da mal eine Änderung kommt und ich finde es auch voll okay so. Also was passieren wird, man wird die Stash Expansion kaufen können, bis zu 28 Lines, also man kann nicht unendlich kaufen. Dann man kann sich Klamotten Unlocks kaufen und man kann den Offline-Koop-Modus kaufen. Ich denke mal in Zukunft wird es da vielleicht noch neue Editionen geben oder ähnliches.
Was er hier schreibt, there will be no in-game money, items, weapons, gear packages, purchase, so on. No boosters also. Also es wird keine so Microtransactions für in-game Sachen geben. Und mal sehen. Und man kann natürlich auch weiter die Stash Expansion für in-game Rubel kaufen oder sich halt freispielen. Dann weiter. Dann kommt eigentlich eine Liste von Fixes. Da werde ich jetzt nicht komplett drüber gehen. Da ist halt viel, ja, hier Bug mit dem Kamera-Shake oder irgendwelche Animation-Stucks und sowas. Das könnt ihr euch dann selber durchlesen. Ich verlinke euch das unten. Und hier unten gibt es noch Adjusted the Damage for Fire and Barbed Wire. Also ich nehme an, Fire Damage, Feuerschaden wurde ein bisschen reduziert. Aber das bleibt dann abzuwarten. Das werde ich vielleicht mal testen. Es war ja auch so, dass man, wenn man seinen Kopf über so eine Feuertonne gehalten hat, dass man draufgegangen ist oder das Feuer am Boot auf Customs hat einen auch sofort getötet. Ich denke mal, das wird jetzt wieder ein bisschen niedriger sein. Und dann hier, ja, fixed the possibility of generating player scaffs with no equipment. Ist auch eine gute Sache. Wie gesagt, hier die ganzen Fixes, da werde ich jetzt nicht einzeln drüber gehen. Da gibt es einen Haufen. Ist ein Patch, bei dem jetzt nicht viel Content kam. Letzten Endes ein Bugfix-Patch. Denke mal, da wird jetzt auch in Zukunft dann mal irgendwas mit Content kommen. Oder dass wir vielleicht schon die Tage einen Patch für Arena sehen, dass sie das jetzt immer Hand in Hand machen, erst EFT und dann Arena hinterher patchen. Würde ich mich drüber freuen, weil Arena bräuchte mal ganz dringend einen Patch. Aber das bleibt abzuwarten. Und das war's zum Patch 14.1 und ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was euch da am besten gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was euch fehlt. Und ja, ansonsten, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, wie gesagt. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn.